Es rappelt im Karton. Tung, 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 tung. Die Kamera ist an. Willkommen bei Facebook und willkommen bei YouTube-Kanal. Euer Medienkanzler schreit ganz laut: Scheiß Politik. Ja, Scheiß Politik gehört nun mal auf die Toilette. Darum sitzt er da, euer Medienkanzler, und schaut sich Facebook an. Facebook kann man nur genießen. Facebook kann man nur genießen auf der Toilette. Weil anders geht's doch gar nicht mehr. Willkommen bei der Satire Witz und komm raus. Ne? Alles in einem Karton. Dom, dom. Ja, meine lieben Freunde, Politik ist was für die Toilette. Wahljahr 2017. Wir haben gerade einen Kult hier, einen sogenannten Personenkult. In Bayern 3, im Bayerischen Rundfunk, im Bayerischen Fernsehen läuft eine Diskussionsrunde wegen der SPD und Herrn Schulz. Hier läuft Herr Schulz live aus dem Willy Brandt-Haus, der gar nicht Willy Brandt hieß, aber auch egal, ist trotzdem ein Haus. Also heute am Sonntag, den 29. Personenkult. Politischer Personenkult. Seit 1989 wird das gemacht. Die eine Dame heißt die Raute und keine Ahnung, wie Herr Schulz demnächst heißt, das Glas. Also die regen sich ja auf, dass Herr Schulz mal ein Alkoholproblem hatte. Man regt sich auf, dass Herr Schulz nicht gebildet ist, weil er ja nicht studiert hat, aber er wunderbare Sprachen sprechen kann und das fließend und grammatikalisch fein vom Feinsten. In Italienisch, in Spanisch, in Französisch, sogar in Deutsch. Englisch natürlich auch. So ist Herr Schulz demnächst der neue Kanzler. Weit gefehlt. Die SPD, so scheint es, ist die neue, ja, die neue Partei 18%. Kann passieren. Oder aber sie folgt der FDP, sofern die AfD gewinnt. Wir Bürger haben keine bürgerliche Partei, wir haben auch keine Partei vom Bürger für den Bürger. Sowas kennt man nicht, dann geht der Dreck wieder rund, wenn es sowas gäbe. Die Frage lautet, was brauchen wir eigentlich? Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen das fließende Wasser, wir benötigen Strom. Ja, diese drei Dinge sollte man uns an sich schon mal geben, für etwas günstiger. Wie jetzt im Moment. Für Strom zahlen wir richtig Dollars. Für Wasser in dem Verbrauch auch mittlerweile. Ja, und deswegen sitze ich jetzt hier auf den Aborten und sitze hier auf der Toilette und sinne nach über die deutsche Partei, über die deutsche Politik, über das Deutsch überhaupt. Was ist überhaupt Deutsch? Nach 1989 wurde es erfunden, auf den Weg gebracht. BRD und Adenauer Charakter, das ist ja Legende, das ist ja Mythos, das ist ja total vorbei. So, jetzt haben wir die Raute, demnächst haben wir das Glas. So, das Glas kann man voll machen, die Raute, keine Ahnung, darüber schimpft ja jeder. Wir an sich, wir Bürger hier in unseren Toiletten, die jeden Tag den Scheiß von vorne und auch uns hier im Scheiß Facebook begeben, nach irgendwas streben, keine Ahnung, was hier so gestrebt wird. Nun, alle sprechen hier, SPD gebe ich ein. Ach, es macht so Spaß. Zeit für Gerechtigkeit. Zeit für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, was haben wir denn? Also, was haben wir denn im Moment? Haben wir also keine Gerechtigkeit? Hä? Also, Frau Merkel ist nicht gerecht, Hartz IV ist nicht gerecht. Komisch, hat aber die SPD nach vorne gebracht. Ja, Herr Schulz quasselt ja gerade. Ich kann zuschalten, damit ihr seht, dass er quasselt. Aber er quasselt wirklich. Und er erzählt gerade hier seine schöne Geschichte. Alles schmunzelt, alles lacht. Ja, er ist also fair im Wahlkampf. Deswegen sitze ich aus Sicherheitsgründen hier schon auf der Toilette, damit mir nicht schlecht wird. Weil wenn es mir schlecht wird, wenn ich mir das weiterhin anschaue, dann bin ich froh, dass ich im Nahbereich der Aborten bin. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich bin nicht politisch. Ich mache zwar jetzt politisches Kabarett bzw. politische Satire, weil mir aufgefallen ist, irgendwas stimmt nicht mit Facebook. Wenn ich mich in Facebook begebe, wenn ich mir das Ganze anschaue, wir hier im Sondersender NRW-TV, ganz genau, das sogenannte Web-TV nach 1995. Also,
Die deutsche Politik ist nicht gerecht, weil Herr Schulz sagt, er will mehr Gerechtigkeit. Also gibt er zu, Herr Schulz gibt zu, dass hier alles nicht richtig läuft. Das Problem in der Geschichte ist, dass die SPD mit der CDU momentan regiert. Also ist ja auch die SPD nicht gerade wie die CDU, sondern beide sind gleich. So, dieses Gleichnis soll ja im Mai hier in Nordrhein-Westfalen schon mal enthoben werden, wenn wir Bürger hier in Nordrhein-Westfalen wählen werden. Ob Frau Hannelore Kraft nochmal gewählt wird, liegt an euch. Ihr, die Bürger, seid an sich diejenigen, welchen die alles ändern können. Keiner von euch hat jemals Hartz IV geändert. Keiner von euch hat irgendwie das Soziale geändert. Keiner von euch hat irgendwie die Krankenkasse in die Schranken gewiesen und hat gesagt, ey, Krankenkasse, so geht's nicht. Viele haben echte Probleme, sehr viele Probleme, da sie chronisch krank geworden sind. In dem Moment, wo sie chronisch krank geworden sind, haben sie die A-Karte und sie suchen den Joker. Der Joker wird aber leider verwehrt und die A-Karte bleibt. Besonders die, die Zähne brauchen, neue Zähne brauchen, Zahnersatz brauchen, haben richtig Theater. Ja? Die gesetzlichen Krankenkassen benehmen sich wie Feudalherren. Du kriegst nicht, du kriegst nicht. Ja? Und das andere Thema lassen wir einfach mal sein. Wir hier in NRW sind schon weit über 40% mehrsprachig. Wir hier in NRW sind schon sehr weit darüber, nicht mehr seinen Nachbarn zu verstehen. Wir sind schon sehr, sehr weit in Anatolien. Wir sind schon sehr, sehr weit ganz woanders. Wir sind nicht mehr deutsch. Wer deutsch sein will, ist ein böser Bube, ein böses Mädchen. So scheint es mittlerweile überall. Seitdem der Osten den Westen übernommen, so scheint es ja wohl, Frau Merkel und der ganze Chor, die ganze Regierung kommt aus dem Osten. Und viele Funktionäre bzw. Oberhäupter von gewissen politischen Organisationen, auch die Grünen, kommen aus dem Osten. Das mal dazu. Der Westen hat kaum noch eine Chance, aus dem Osten sich zu befreien. Der Osten ist drum, ne? Und so weiter und so fort. Die Frage lautet an sich, wenn die SPD der Meinung ist, mehr Gerechtigkeit, dann frage ich mich, warum hat die SPD mit der CDU dann diese Nichtgerechtigkeit vorangetrieben? Wieso hat die SPD das Bezahlfernsehen durchgewunken, dass jeder jetzt zahlen muss und wer sozial schwach ist, hat demnächst kein Fernsehen mehr? Jetzt sagt mir bitte nicht, dass hier ist Fernsehen, ja? Das ist Internet, das ist Facebook und hin und wieder bricht das Ganze zusammen. Es ist schön, die Klicks zu sehen, es ist schön, dass alle den Daumen hoch etc. pp. Aber was Wirklichkeit ist, und diese Wirklichkeit ist nun mal, dass wir keine soziale Gerechtigkeit haben. So, Flüchtlingspolitik, brauchen wir die? Glaube ich kaum. Wir brauchen Inlandpolitik, wir brauchen die Politik für den Bürger vom Bürger. Der Bürger muss entscheiden, was dem Bürger gut tut und nicht die Politiker. Es wird Zeit, dass Facebook auf Toiletten genossen werden. Es wird Zeit, dass Politik auf den Toiletten ausdiskutiert werden. Nicht wegen dem Hall, sondern wegen dem Scheiß, der da fabriziert wird. Politische Gerechtigkeit gibt's nicht, meine lieben Freunde. 10% haben 70% vom Volksvermögen. Und wir 90% haben den Rest von 30%. Und rechnet mal aus, was 30% vom Volksvermögen gerade mal ist, weil dieses nämlich von der Politik verwaltet wird. Die Politik tut nichts dagegen, dass die 10% 70% vom Volksvermögen haben. Das tun die überhaupt nicht, weil sie gehören ja dazu. Ja, man bekommt ja mal eine Rente von 220.000 Euro. Und ja, 220.000 Euro bis Lebensende, wer will das nicht? Tja, die SPD, unser Kanzler, die SPD, unser Präsident. Ha, weit gefehlt, glaube ich nicht, dass das geschieht. Und wenn doch, wart ihr es. Ihr wart's, nicht die anderen. Schon mal nachgedacht? Scheiß Politik. Es rappelt im Karton. Heiß
Kiste ist in der Kiste und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.